Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich sitze wieder in meiner Küche und ich möchte mal mit euch reden. Es gibt immer wieder welche, die sagen, ah Martin, ich habe heute nur ein Wort gelernt, ich habe heute nur zwei Wörter gelernt, ich habe vielleicht nur fünf Wörter gelernt. Das ist zu wenig. Und ich sage, nun, wenn du jeden Tag nur ein Wort lernst, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. Aber wichtig ist auch hier, wie lange du lernst. Weil wenn du jeden Tag 100 Wörter lernst, aber du lernst nur 3 Monate, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut. Wenn du aber sagst, okay, ich lerne jeden Tag ein paar Wörter, nicht zu viele, zum Beispiel das Wort schaffen, wie hier, du schaffst das, dann ist das vielleicht gerade genug. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn du dann sagst, ah, ich habe in den letzten Monaten gar nichts geschafft, dann kannst du dir das vielleicht ein bisschen visualisieren. Du kannst dir einen Zettel nehmen, so wie diesen Zettel, und alle Wörter, die du lernst, kannst du auf diesen Zettel schreiben. Wie zum Beispiel eben hier dieses Wort, du schaffst das. Das kannst du bei jedem Wort machen, das kannst du bei A1-Wörtern machen, bei A2, bei B1, bei B2 und natürlich bei C1. Und diese Zettel kannst du sammeln. Die kannst du zum Beispiel falten, so wie hier. Du könntest sie auch knüllen, so wie hier. Wenn du ganz fest weißt, dass du das Wort kannst, dann knüllst du es. Oder wenn du ein bisschen mehr Talent hast, dann kannst du natürlich auch Origami machen. Das heißt, du faltest diesen Zettel zum Beispiel zu einer Blume. Und dann kannst du diese Blumen sammeln. Und dann hast du vielleicht so eine Blume. Eine sieht schon ziemlich schön aus. Was ist aber, wenn du ganz viele Blumen gesammelt hast? Also nicht eine Blume bzw. ein Wort, nicht 10, nicht 100, sondern vielleicht 500 oder 1000. Stell dir mal vor, wie schön das aussieht. Stell dir mal vor, wie sehr deine Sprache blüht und das kannst du dann direkt sehen. Man kann also auch sagen, Wörter sind wie Blumen. Wenn du ganz, ganz viele Wörter gesammelt hast, dann hast du eine ganz, ganz wunderbare Sprache. Dann sieht das nämlich so aus. Jeden Tag ein Wort. Das hat bei mir jetzt auch mehrere Monate gebraucht, bis ich das machen konnte. So, und dann kannst du wieder dieses einzelne wunderschöne Wort nehmen und voilà, hier haben wir es. Die wunderschöne Sprache ist nicht komplett, sondern sie wächst immer weiter. Das ist ja das Schöne. Ich wünsche dir auf alle Fälle, dass deine Sprache genauso wie diese Blumen, diese Wörter hier wachsen kann und dass du jeden Tag ein bisschen Motivation findest, dass du jeden Tag etwas Neues lernen kannst. Du kannst das, ich bin mir da 100% sicher und vielleicht könnt ihr mir dann auch irgendwann mal eure Wörter zeigen, die ihr gelernt habt. Schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Vielleicht habt ihr eine andere Methode, wie ihr sehen könnt, was ihr schon gelernt habt. Und ich wünsche euch auf alle Fälle weiter ganz viel Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Video bei Deutsch mit Martin. Tschüss!